Guten Tag, ich grüße euch. Nun sind wir in eine Zeit hineingeraten, die für viele von uns erneut ganz neu ist und fast unvorstellbar. Nämlich wir haben Krieg in Europa. Und die Stimmen und die Stimmungen sind natürlich ganz unterschiedlicher Art. Angst, Unsicherheit, Fragen, was kann man tun, was müsste man tun? Was haben wir alles verpasst? Drängen in uns, die eine oder andere Haltung zu vollziehen und vor allem Handlung zu vollziehen. Wir bekommen sehr viele Anrufe und auch viele Mails mit der Frage, wie verhält es sich mit unserer Übung, mit unserer Haltung, sei es der Kontemplation, sei es der Zen, angesichts dieser Grausamkeiten und dieser schlimmen Tage, die jetzt begonnen haben und vermutlich lange andauern werden. Ich möchte heute euch auf etwas hinweisen, auf etwas, was mit dem sogenannten Krieg immer zu tun hatte und immer zu tun hat, nämlich auf uns selbst. Der Krieg, wo auch immer er stattfindet, findet nicht einfach nur statt, weil irgendjemand wirklich von irgendjemand anderem angegriffen worden ist, einfach nur so. Die Tatsache, dass wir angreifen oder angegriffen werden, dass wir uns auch vorbereiten auf ganz merkwürdige Arten von Verteidigungen wie auch auf Angriffe, setzt voraus, dass wir sowieso ständig in einem Kriegszustand leben. Wir führen Kriege nicht nur eben von Staat zu Staat, sondern auch von Familie zu Familie, von Unternehmen zu Unternehmen. Und vor allem in uns selbst. Schaut bitte schon allein auf die Sprache, wie häufig diese das Wort Krieg verwendet. Ich bekämpfe die oder jene Krankheit. Ich bekämpfe das oder jenes, was in mir aufkommt, meine Faulheit. Und die Unternehmen sowieso, die bekämpfen sich oder erobern zurück oder beanspruchen und so weiter und so fort. Die Sprache und damit die Stimmung und damit die Haltung ist und bleibt in unserer Kultur weiterhin kriegerisch. Deswegen der kleine kurze Impuls für heute. Ich weiß nicht persönlich, was alles kulturgeschichtlich dazu beiträgt, dass es zu diesem Konflikt erneut, das ist ja nicht der erste, nicht der zweite und nicht der dritte, zwischen diesen Nationen gekommen ist. Aber ich bin mir sicher, dass vieles in uns immer dazu beiträgt. Warum? Weil wir, und jetzt komme ich auf das, was wir hier üben, weil wir es mit uns im Frieden nicht aushalten. Das heißt, der Krieg beginnt nicht irgendwo da draußen. Der Krieg beginnt in uns. Und wir merken ihn, indem wir uns aufs Kissen begeben und merken auf dem Kissen, in einem ruhigen Ort, in einem Retreat, dass wir es mit uns friedlich nicht aushalten. Dass wir eben nicht im Frieden sein können, obwohl außen nichts geschieht. Keiner will was von uns, keiner greift uns an und trotzdem jagen in uns verschiedenste widersprüchliche, unerwünschte und wie wir meinen, auch zu verschwinden mehr oder minder gekennzeichnete Gedanken und Gefühle. Wir befinden uns in einem ständigen Krieg. Für uns ist das Zufriedensein, dass der Geist, dass die Emotionen, die sich gegenseitig bedingen, mal längere Zeit im Frieden sind, völlige Ausnahme und eben nicht der Grundzustand. Und weil wir so vieles in uns bekämpfen und nicht mögen, weil wir es wirklich auch kriegerisch, nicht nur in der Sprache, sondern in der Haltung, es mit uns selber haben, ist es überhaupt kein Wunder, dass wir es automatisch bei allen anderen Personen genauso tun. Weil das, was wir in uns nicht mögen, sehen wir ja bei den anderen nur noch deutlicher als etwas, das jetzt objektiv so schlimm wäre und bekämpft werden müsste. Und von dort ist es nur noch ein Schritt zu verschiedenen Formen von gesellschaftlichen Kämpfen, Kriegen,
bis hin zum Greifen zu den Waffen. Von daher, das, was wir tun können, neben vielen Aufrufen, die jetzt stattfinden und die auf verschiedene Weise sich organisieren werden und wo es jedem überlassen ist, nach Möglichkeiten oder nach seinem Denken mitzumachen und teilzuhaben. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, was wir tun können, ist, endlich mal ernsthaft im Frieden mit uns selbst zu sein. Im Frieden mit uns selbst zu sein bedeutet mehr als nur still zu sitzen und nichts zu tun. Das ist keine passive Haltung. Das ist das zunächst einmal halten und aushalten können von all dem, was in uns an Widersprüchen da ist. Und wie wir alle wissen, das ist nicht wenig. Der Platz unseres Bewusstseins ist auch der Schauplatz unserer täglichen Kriege. Und solange diese stattfinden, glaube ich, ist es nicht möglich und es wird wahrscheinlich auch nicht klappen, dass diese im sogenannten äußeren Bereich, also unter uns Menschen und Gruppen, dann auch einkehren kann. Wie soll das denn geschehen, wenn unsere ganze persönliche Schauplatz auch ein Kriegsschauplatz ist? Man könnte sogar anders sagen, es ist manchmal verwunderlich, dass wir uns dank eher eben abschreckender Maßnahmen nicht schon viel häufiger bekämpft haben, auch im äußeren Bereich. Eben, weil wir immer noch innerlich im Kriegszustand sind. Also von daher, wenn wir uns hinsetzen, in der Haltung des Zulassenkönnens von all dem, was in uns ist, und wenn wir schauen, ob es möglich ist, auch das, was mir nicht passt, was widersprüchlich ist, zuzulassen und sein zu lassen, schlichtweg, weil es jetzt einfach so ist, auf dem Kissen, dann werden wir sehen, was das für eine, in Anführungsstrichen, Haltung oder Arbeit bedeutet, was das für eine Herausforderung bedeutet, im Frieden mit sich selber zu sein. Und es spricht einiges dafür, wenn wir uns selber aushalten, nicht verdrängen, eben aushalten, zulassen und aushalten, dass diese Haltung eine Wirkung haben wird, so wie die, die wir jetzt haben, ebenfalls eine Wirkung hat. Die Art, wie wir uns organisieren, wirkt. Nicht, was wir ständig nur noch den anderen wünschen oder für schlimm erachten, sondern wirklich die tatsächliche Haltung, in der wir da sind. Sind wir im Frieden, ist das die Voraussetzung für einen Frieden um uns herum. Und wenn nicht Voraussetzung, weil das hochgegriffen ist, dann zumindest ein äußerst wichtiger Beitrag dazu. Sind wir es nicht, sind wir mit uns selbst nicht im Frieden, wollen aber spenden oder dies oder jenes tun, dann laufen wir Gefahr, in der Maschinerie desgleichen mitzumachen. Denn so einfach ist vieles nicht, vor allem, wenn sich das Rad bereits schon dreht. Die Zuordnungen und die Verfolgungen und die gegenseitigen Anklagen und so weiter und so fort sind nicht auseinanderzuklammern. Genau das können wir mit uns und das kennen wir in unseren Beziehungen und so weiter und so fort. Und wir spüren, in welchen Zuständen wir den Tag verbringen, wie wir uns selber umgehen, wie wir uns manchmal getrennt haben, wem wir wirklich nicht in die Augen schauen können, welche Orte wir nicht betreten wollen, mit wem wir uns nicht treffen wollen, was uns alles nicht passt, runtergebetet auf uns selbst. Also, es ist eine sehr ernste Tatsache mit dem, was die Kontemplation oder das Sassen als Haltung verkörpern. Und sehr ernst und unmittelbar gemeint, ist das wirklich ein unmittelbarer Beitrag zum Frieden. Immer schon, wenn es geschieht und jetzt umso mehr. In dem Sinne wünsche ich uns sehr wache, friedliche Tage.